Die gutartige Prostatavergrößerung gehört fast schon zum Standard ab einem gewissen Alter. Starker und häufiger Harndrang und dann auch noch Schmerzen dabei. Das sind einige der Symptome der gutartigen Prostatavergrößerung. Bei der Prostatavergrößerung müssen wir unterscheiden zwischen der gutartigen und der bösartigen. Bei der bösartigen, da liegt ein Krebsgeschwür vor. Aber darum soll es jetzt in diesem Video nicht gehen, sondern vielmehr um die gutartige Prostatavergrößerung. Und jetzt mal zur Lage der Prostata, denn die ist ganz entscheidend, auch im Hinblick auf das Verständnis der Symptome. Die Prostata ist ziemlich klein. Die ist so groß oder so klein wie eine Kastanie oder eine Walnuss und liegt unterhalb der Blase. Und durch die Prostata hindurch verläuft die Harnröhre. Und wenn jetzt die Prostata größer wird und anschwillt, dann passiert Folgendes, dass sich gleichzeitig auch die Harnröhre verengt. Und so kommt es eben dann zu den Beschwerden. Für die Beurteilung der Symptome bzw. für die Intensität der Beschwerden, da gibt es hier bei der Prostatavergrößerung ganz klare Regeln. Und dabei schauen wir auf den sogenannten IPSS, den Internationalen Prostatasymptomescore. Und für jedes Symptom vergibt der Patient hier 0 bis 5 Punkte. Und am Ende werden alle Punkte zusammengezählt und ab 7 Punkten wird hier schon eine, wenn auch milde Therapie der Prostatavergrößerung empfohlen. Je mehr Punkte, desto umfangreicher ist natürlich auch die entsprechende Therapie. Kommen wir jetzt mal zu den Symptomen. Dazu gehört in erster Linie häufiges Wasserlassen. Also wenn du alle 2 Stunden oder sogar weniger wieder auf die Toilette gehen musst, um Wasser zu lassen. Harnstottern, also wenn der Urin nicht flüssig rauskommt. Schwierigkeiten beim Wasserlassen, also wenn du praktisch pressen musst und der Urin kommt nicht von alleine heraus. Oder aber eine zu geringe Stärke des Urinstrahls. Zu den weiteren Symptomen gehört noch das Restharngefühl, also wenn du den Eindruck hast, dass du deine Blase nicht richtig entleeren kannst, nicht komplett entleeren kannst. Ansonsten ein besonders starker Harndruck. Also das geht so ein bisschen in die andere Richtung, wie die Schwierigkeiten beim Wasserlassen. Es geht also hier in beide Richtungen. Schwierigkeiten und auch besonders starker Harndruck. Und dann natürlich häufige Toilettengänge in der Nacht. Und das finde ich ganz besonders unangenehm. Bei der Prostatavergrößerung handelt es sich mittlerweile wirklich um eine echte Volkskrankheit. Und alleine dieser Begriff Volkskrankheit gibt uns schon erste deutliche Hinweise darauf, was hier die Ursachen sind. Zumindest einige davon. Dazu kommen wir dann gleich im Detail. Aber jetzt mal ein paar Zahlen, damit du einfach mal ein Gefühl kriegst, wie verbreitet diese Erkrankung, die Prostatavergrößerung, wirklich ist in der Bevölkerung. Und das Ganze geht nämlich schon los. Ab einem Alter von 45 Jahren sind auffällig viele Männer betroffen von einer Prostatavergrößerung. Besonders deutlich wird das im Alter von 50 bis 60 Jahren. Hier ist nämlich jeder 5. Mann davon betroffen. Und ab einem Alter von 70 Jahren lässt sich praktisch bei jedem Mann eine vergrößerte Prostata erkennen. Allerdings muss man hier auch einschränkend sagen, dass nicht bei jeder vergrößerten Prostata auch gleichzeitig Symptome, die Beschwerden verursachen, auftreten. Also rund 70% der vergrößerten Prostatas hier, nur bei 70% gibt es eben auch diese Beschwerden dann. Eine vergrößerte Prostata führt also nicht zwangsläufig auch gleich zu Beschwerden. Es gibt also keinen Zusammenhang, keinen hundertprozentigen Zusammenhang zwischen der Größe der Prostata und dem Grad der Beschwerden. Aber falls du erste Symptome an dir erkennen solltest, dann ist es wirklich wichtig, dass du auch zum Arzt gehst und da genauer nachschauen lässt. Denn die Symptome, die wir uns eben angeschaut haben, die können auch auf eine Prostataentzündung oder aber auch auf eine bösartige Prostatavergrößerung hindeuten. Jetzt schauen wir mal genauer auf die Ursachen der gutartigen Prostatavergrößerung. Und da geht es los mit dem erhöhten DHT-Spiegel. DHT steht für Dihydrotestosteron. Und hierbei geht es ganz stark auch um das Enzym 5-Alpha-Reduktase. Wenn dieses Enzym aktiv ist, dann wird nämlich Testosteron in Dihydrotestosteron umgewandelt. Und das führt nämlich wiederum zu einer erhöhten Wahrscheinlichkeit für eine gutartige Prostatavergrößerung. Als nächstes geht es um ein schlechtes Testosteron-zu-Östrogen-Verhältnis. Auch das Verhältnis ist wichtig.
im Alter, also mit zunehmendem Alter, da sinkt bei Männern nämlich naturgemäß der Testosteronspiegel, während gleichzeitig dann der Östrogenspiegel ansteigt. Und auch diese Wechselwirkung steht in engem Zusammenhang mit einer gutartigen Prostatavergrößerung. Der nächste Punkt ist eine schlechte Durchblutung. Und hier sind wir auch ganz klar bei der Anmerkung, beim Hinweis vom Beginn des Videos, als ich gesagt habe, dass uns alleine schon der Begriff Volkskrankheiten deutliche Hinweise darauf gibt. Denn eine gute Durchblutung ist für eine gesunde Prostata herausragend wichtig. Und von einer schlechten Durchblutung sind immer mehr Menschen betroffen. Und zwar nicht nur ältere, sondern auch immer mehr jüngere Leute. Ja, und das hängt natürlich auch wieder ganz, ganz deutlich mit dem zunehmend ungesunden Lebensstil zusammen. Also schlechte Ernährung, viel Stress und auch wenig Bewegung. Mit der Zeit kommt es dann natürlich auch zu Beschwerden wie beispielsweise Stoffwechselstörungen, also erhöhten Triglycerid- oder Cholesterinwerten, Insulinresistenz, in der Folge dann ein hohes Risiko für Typ-2-Diabetes. Zu dem ganzen Komplex kommt dann meistens natürlich noch Bluthochdruck dazu. Übergewicht ist sowieso schon sehr wahrscheinlich dabei. Und ja, da sind wir auch schon wieder ganz, ganz nah am metabolischen Syndrom. Bei dem Thema Übergewicht ist hier natürlich auch vor allem das Viszeralfett, also das Fett um die Organe im Bauchinnenraum, ist hier ganz, ganz kritisch. Bei der Behandlung müssen wir erstmal die Schulmedizin von der ganzheitlichen Behandlungsvariante unterscheiden. Die Schulmedizin macht sich natürlich erstmal daran, die Symptome zu lindern. Dann hast du zwar keine Beschwerden mehr, aber die Ursache ist nicht behoben. Und das erkennen wir ja auch immer wieder an den hohen chronischen Krankenzahlen. Im Gegensatz dazu fokussiert sich die ganzheitliche Behandlung ganz stark auf die ursächliche Lösung des Problems. Und um eben die Prostatavergrößerung, die gutartige, ursächlich zu lösen, da müssen Veränderungen herbeigeführt werden im Lebensstil. Wir haben ja eben gesehen, was die Ursachen sind. Und dabei handelt es sich vermutlich eben auch um eine multifaktorielle Erkrankung. Und deswegen müssen wir da auch aus verschiedenen Richtungen rangehen. Und hierbei sind im Wesentlichen 5 Faktoren sehr wichtig. Und zwar ist es wichtig, dass du dich dabei antioxidantienreich ernährst. Das ist nämlich wiederum wichtig, um hier die freien Radikale, die überall Schäden auslösen und Entzündungen auslösen, einzudämmen. Und damit sind wir auch schon praktisch direkt beim zweiten Punkt, eine entzündungshemmende Ernährung. Ganz, ganz wichtig. Außerdem, wir haben gesehen, es stecken auch ganz stark Stoffwechselstörungen dahinter. Deswegen geht es natürlich in erster Linie darum, diese Stoffwechselstörungen, die sich übrigens nicht nur auf die Prostata und ihre Vergrößerung auswirken, sondern auf viele, viele Fehlfunktionen im Körper auswirken, diese Stoffwechselstörungen in den Griff zu kriegen und damit einhergehend natürlich auch das Übergewicht zu reduzieren. Es ist wichtig, dass ein hormonelles Gleichgewicht hergestellt wird. Wir haben gesehen, ein sinkender Testosteronspiegel, der ist nicht günstig für die Prostata und deshalb ist es hier auch wichtig, auf den Stresspegel zu achten. Stress führt wiederum zur Cortisolausschüttung, die wiederum den Blutzuckerspiegel ansteigen lässt und das wiederum zu einem Insulinspiegelanstieg führt. Also ja, das Hormonumfeld ist extrem komplex und ein Hormon, das ausgeschüttet wird, zieht häufig eine ganze Kettenreaktion nach sich. Und das muss man einfach in der Gesamtheit betrachten. Und dann ist natürlich auch hier das große, wichtige Thema Vitalstoffmängel beheben. Auch Vitamin D ist im Zusammenhang mit einer gutartigen Prostatavergrößerung ein ganz wichtiges Thema, aber noch viele andere Vitalstoffe. Das sind so die Dinge, die du durch eine Veränderung der Ernährung und auch des Lebensstils unbedingt anpassen solltest. Also da solltest du wirklich schauen, dass du das in den Griff kriegst. Und wenn ich jetzt mal so den Schwierigkeitsgrad hier noch so mit einbeziehe, dann können wir sagen, dass eine entzündungshemmende Ernährung, eine antioxidantienreiche Ernährung und natürlich die Behebung der Vitalstoffmängel relativ einfach umzusetzen sind. Da musst du nur darauf achten, was du zu dir nimmst. Bei dem Thema Stoffwechselstörungen beheben und auch hormonelles Gleichgewicht herstellen, das ist natürlich schon komplexer und geht nicht von heute auf morgen. Die anderen 3 Probleme schon, aber diese Stoffwechselstörungen eben nicht und die solltest du ganz gezielt auch mit guter Disziplin und langfristig in den Griff kriegen. Zentral ist hier natürlich auch das Thema Übergewicht, wodurch sich in der Folge dann schon auch viele Probleme von alleine lösen werden.
Klicke als nächstes hier und schau dir dieses Video über Vitamin D an.